Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Heute wieder ein neues Video von mir. Es ist kurz vor Ende der Grillzeit. Deswegen für mich Anlass, euch was Leckeres zu machen. Aber ich grille sie nicht außen, sondern ich grille sie im Backofen. Heute gibt es von mir Barbecue Chicken Wings. Ganz einfach, ganz schnell gemacht. Mit Ofenbratkartoffeln. Wie das geht, seht ihr jetzt in meinem Video. Viel Spaß beim Zusehen. Das ist Kochliebe XXL. Das ist mein Kanal. Unsere Chicken Wings sind für zwei Personen. Und zwar braucht ihr dazu 6 Chicken Wings. Etwas Knoblauch, so 2 Zehen. Chili. Senf. Ketchup. Unsere 5 Gewürzmischung, Oregano, indischen Curry, Thymian, süßen Paprika und etwas Sonnenblumenöl. Ihr könnt auf alle Weise Olivenöl benutzen. Als erstes geben wir unseren Ketchup in eine Schüssel. Ungefähr 100 Milliliter. Nun fügen wir unseren Chili hinzu. So 2 Teelöffel von unserem Senf. Und nun kommen die Gewürze. Wir fangen an mit Paprika, mit süßen Paprika. Unsere 5 Kräutergewürzmischung. Curry. Thymian, Oregano, nun fügen wir unser Knoblauch hinzu, und noch unser Öl. So, das ist ungefähr ein Esslöffel, und das Ganze vermixen wir jetzt. Das riecht lecker. Das ist okay. Nun geben wir unsere Chicken Wings. Solche Plastiktüte hier rein. Und füllen da jetzt unsere Marinade hinzu. Und massieren das Ganze jetzt so richtig schön kräftig ein, so dass alle Chicken Wings bedeckt sind. Und das Ganze geben wir jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank.
Nun kommen wir zu unseren Kartoffeln zur Vorbereitung. Und zwar halbieren wir die einmal in der Mitte. Und dann schneiden wir uns so 2 cm große Stücke. So. Hier, die können wir noch ein bisschen kleiner machen. Und die Kartoffeln waschen wir jetzt und geben die danach in so eine Plastikfolie rein. Nun bereiten wir unsere Marinade vor für unsere Kartoffeln. Und zwar geben wir ein bisschen Salz hinzu, nicht zu viel. Paprikapulver. Etwas Thymian. Etwas Rosmarin. Und einen ganz kleinen Schluck vom Öl. So, das genügt schon. Nur ganz, ganz wenig. Vermischen das Ganze. Und fügen das nun unseren Kartoffeln bei. Und das Ganze wird dann wieder einmassiert. So, und nun können wir unsere Kartoffeln auf ein Blech legen. Verteilen wir schön. Und dann gehen sie in den vorgeheizten Backofen für eine halbe Stunde. Also Bratkartoffeln sind jetzt Viertelstunde im Ofen. Das heißt, sie brauchen noch knapp eine Viertelstunde. Jetzt wird es Zeit für unsere Hähnchen. Und zwar legen wir uns hier unseren Backrost so oben drauf. Und tun dann unsere Chicken Wings oben verteilen. Auf die andere Seite, wer will, kann es auch über die Kartoffeln machen. Ich halte das lieber ein bisschen separiert. Und nun geht es noch knapp eine Viertelstunde zum Grillen und dann können wir sie essen. So, unsere Barbecue Chicken Wings sind jetzt fertig. Und so toll sind sie geworden und vor allem die Bratkartoffeln, die sind so lecker. So schaut's aus. Ich lasse mir das jetzt alles schmecken. Und vergesst nicht, euch in meinen Kanal einzuschreiben. Kochliebe XXL, das ist mein YouTube-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt eine schöne Zeit. Bis dann und tschüss.